1400 Euro für ein T-Shirt. Ganz krass. Hatte ich bisher zweimal an. Zweimal? Du, das sind 600 Euro pro einmal anziehen. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben heute was Besonderes vor. Was wird es wohl sein? Es geht heute wieder mal um eine Reaction. Wir werden uns gemeinsam ein Video ansehen. Bevor wir das aber machen, checkt einmal kurz mein Instagram ab. Wir sind da kurz vor den 20.000 und den Maximilian-Name, den macht das gemeinsam. 20.000 schafft man locker, sind nur mal 300. Also, welcome to Instagram, welcome zum neuen Reaction-Video. Wir schauen uns dieses Mal wieder ein Video von Mahan an. Der war da unterwegs. Und zwar war der bei irgendeinem ganz, ganz jungen Hypebeast und wir sehen es hier schon, die 80.000 Euro Hypebeast-Kollektion. Nachdem ich ja einen so, es leuchtet schon. Nachdem ich ja einen 25 oder 20 bis 25.000 Euro Kleiderschrank habe, ist das natürlich auch für mich schon ein Betrag, also 80.000 Euro, das muss man mal haben für Klamotten. Niemand, der so wie ich für sein Geld arbeitet, sondern da wird natürlich einiges vermutlich von den Eltern gesponsert. Ich meine, vielleicht hat er auch reich geerbt, aber wie auch immer. Wir schauen uns das auf jeden Fall gleich mal an und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir da für Pieces sehen werden. Das ist ein Box-Logo-Team. Wow. Okay, es gibt mal ein bisschen. Der ist aus der letzten Season oder will ich noch einen Supreme X Champion Hoodie auch? Ja, wie alt wird der Junge sein? Ich schätze mal so 14, 15 Maximum, also 80.000 Euro in Klamotten mit 14, 15. Aus der aktuellen Season. Der ist cool. Aber ich feiere den übertrieben. Genau, der ist auch. Ja, den feiere ich überhaupt nicht. Stone Island, ich weiß nicht warum, aber ist absolut nicht mehr. Ist absolut nicht meine Marke, gefällt mir einfach nicht. Und auch hier das Orange finde ich jetzt nicht so flashig, dass ich sagen würde, okay, das Piece muss ich unbedingt haben. Richtig geil, Supreme X Stone Island Hoodie aus der letzten Season. Den kann man ja auch mal richtig. Ah, okay, das ist eine Supreme Collabo. Ja, trotzdem finde ich ihn nicht geil. Leute, geiler Hoodie, die gefallen ist auch direkt. Das fühlt sich auch ganz anders als an. Gut, also wenn die Quali von einem Supreme Piece gut ist, dann ist es meistens die Firma, mit der Supreme eine Kollabo gemacht hat, die das Ganze produziert hat. Supreme ist bekannt dafür, dass die Qualität oft mega kacke ausfällt. Das heißt, wenn die eine Kollabo haben, wie zum Beispiel mit Champion, dann ist es immer besser, wenn das Champion, also die Firma, mit der eine Kollabo gemacht wird, produziert, als wenn das Supreme selbst macht. Also Supreme, wie gesagt, bekannt dafür, schlechte Quali zu machen. Als die anderen Pullover von Supreme, die ist richtig gut. Wow, okay, richtig krass. Die Schuhe hier, die finde ich mega lit. Die habe ich ja vergessen in meinem Video. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann hier jetzt abchecken, warum du dir keine Yeezy mehr kaufen solltest. Das hier waren eine der allerersten, gemeinsam mit Kanye und Louis Vuitton. Und diese Schuhe haben einen Wert von im Internet über 5.000 Euro. Also das sind mit Abstand die teuersten Yeezy. Hätte ich mega gern, wenn wir uns das hier ansehen, die Sohle in diesem Rot ist das nicht, so fast schon pink und mega, mega cool. Hier nochmal ein Bild eingeblendet, wie die Schuhe aus einem anderen Winkel aussehen. Hätte ich wirklich gerne, aber 5.000 Euro, Freunde, für Schuhe. Da setze ich auch bei mir selbst schon die Grenze. Wie kamst du drauf, dafür 800 Euro auszugeben? Ich war mit einem Kumpel in der Stadt, wir waren einfach da. Ich dachte, ich brauche unbedingt mal mit einem neuen Hoodie, ich habe noch keinen von Gucci, haben wir einfach mitgenommen. Ah ja, mal kurz mitgenommen für 800 Euro. Einfach so, kann man machen. Sind ja nur 800 Euro. Ich komme zur Off-White-Abteilung. Genau, dann hier erstmal das Nike Off-White-Jersey aus der Football-Kollektion. Ist auch ziemlich was auch an, wirklich, weil das ist so ein, ich würde das. Ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich so ein Piece zum Flexen einfach nur. Also wenn du dir das Shirt holst oder das Jersey holst, dann eigentlich nur, um damit Fotos zu machen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich jetzt wirklich mit dem Jersey rausgehe und am Abend irgendwie was mit Freunden unternehme oder ins Kino gehe und dabei dieses Jersey trage. Natürlich kann man machen, ich würde mich jetzt nicht genieren, wenn ich damit rausgehe, aber so ein alltagstaugliches Piece ist das für mich nicht. Aber die anderen, die bei dieser Kollektion rausgekommen sind, wirklich, wirklich nice Sachen dabei. Sind Trikot besser gesagt. So im Alltag könnte ich, also könnte zum ich Fotos machen, ja, zum Fotos.
Ja. Geiles Teil, sieht gut aus. Vetements, wirklich auch sehr, sehr cool. Das, ja, Haute Couture, Vetements Haute Couture, ich glaube, der Hoodie kostet 700 Euro, so um den Dreh. Auch ein wirklich, wirklich cooles Piece. Vetements ist ja bekannt dafür, dass sie eher so abfallende Schulter haben. Wollte ich mir auch schon holen, aber bis jetzt die Kohle einfach nicht ausgeben. Dann haben wir hier den Vetements Hoodie, den habe ich mir zusammen mit dem roten Vetements Tommy Hilfiger Hoodie gekauft bei Abtobos in Köln. Den roten Tommy Hilfiger Hoodie habe ich wieder verkauft, weil ich den doch nicht so gefeiert habe. Den hier feiere ich schon mega. Der hat, ich glaube, 800 kostet ungefähr auch. 800, okay, also man merkt ja schon sehr, sehr hochpreisig für einen Pullover. Wahnsinn. Das ist doch mega geil aus, Mann. Den feiere ich auch. Geiles Ding auf jeden Fall. Dann haben wir eine Gucci Jogger, die habe ich mir zusammen mit dir. Ja, Gucci Jogger auch mega. Wirklich, wirklich cool, aber ich glaube, für die Gucci-Jogger bezahlst du auch zwischen 800 und 1000 Euro für eine Jogginghose, Freunde. Also das ist wirklich, wirklich Next-Level-Shit schon. Hier sehe ich noch eine Champion, eine Kurzhose von Champion. Supremex Champion Collabo. Genau. Passend zu dem Hoodie habe ich mir beides von Retail bekommen, beides geschafft zu bekommen. Was hier jetzt schon herausglänzt, kann man schon erkennen nach der Jogginghose. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dieses Piece hier sein wird. Die North Face Supreme Jacke, also wahrscheinlich wird das die sein, aber ich will nichts versprechen. Okay. Hier eine North Face X Supreme Jacke, die letzte, die glaube ich hier rauskam, oder? Genau, die letzte, die jetzt rauskam, die habe ich beim Job leider nicht bekommen in meiner Größe. Same hier. Größe. Deswegen habe ich mir die kurz nach dem Job gekauft für 750, der beste war runtergegangen, weil ich da wohl 600 rumliegt, der letzte. Also, 600, okay, krass. Und würdest du wirklich damit auch rausgehen? Die würde ich sogar manchmal, wenn das Outfit dazu passend aussieht, sogar mit mir anziehen. Ja, hatte ich auch schon, glaube ich, 2-3 Mal so draußen an, das sitzt hier so. Ja, die kann man auf jeden Fall rocken. Vor allem, ich freue mich jedes Mal, wenn es draußen regnet, weil ich weiß, ich kann jetzt meine Supreme North Face Jacke anziehen. Jetzt kommen wir zu einer Jacke, Leute, die wirklich sehr krass ist. Ja, ich will jetzt nichts verschreien, aber ich glaube, das ist die Alpha Industries Vetements Collabo und diese Jacke kostet 1200. Aber in Grau habe ich sie, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also, weiß nicht, ob das stimmt. Auch sehr viel kostet. Genau. Und zwar zu der Alpha X Vetements Bomberjacke. Genau, das ist die Vetements Alpha Bomberjacke, die habe ich für. Auch hier sieht man wieder wirklich die Ärmel, die ganz weit nach unten in die hängenden Schultern, ein klassisches Markenzeichen von Vetements. Ich bin gespannt, für wie viel er sie bekommen hat. 1800, da war ich ja weit daneben, 600 Euro teurer. Also 1800 Euro ist echt schon mal ein Betrag, Leute. Vetements ist halt. Vetements übrigens im selben Jahr gegründet wie Off-White, auch beide in Milano. Gezüchtet in Milano, Brudis. Gezüchtet in Milano. Kann man schon mal machen für 1800, wenn der Papa so viel Kleingeld hergeben möchte. Krass. Kannst du die Flair einmal anziehen? XS, Leute. XS. Das ist XS. Ja, ich meine, er ist auch 14 oder 15, keine Ahnung wie alt er ist, aber wenn der sich die Jacke in Large kaufen würde, dann könnten er und sein Papa die Jacke gleichzeitig tragen, vermutlich. Das große XS, Leute. Ja, ich weiß nicht. Ich bin schon der Meinung, dass wenn man eher dünner gebaut ist, eher so die Lauchfigur hat, dass man sich solche Jacken vielleicht nicht unbedingt kaufen sollte, weil es einfach der eigenen Figur nicht schmeichelt. Ich glaube, für das sollte man schon halbwegs etwas auf den Rippen haben, damit man sowas auch tragen kann. Machen wird sowas vielleicht ganz gut passen. Jetzt kommen wir mal, sag ich mal, zu einem Shirt, was richtig, richtig limitiert und selten ist. Wow, okay. Ha, das ist die Supreme. Die Supreme Louis Vuitton Collabo. Dieses Shirt hat aktuell einen Wert von 1200 Euro. Ein Shirt. Einfach nur ein Shirt. Circa so wie die Geldbörse, die ich von Supreme Louis Vuitton habe. Auch hier haben wir einen Preis von, oder einen Wert von 1200 Euro, was wirklich Wahnsinn ist. Für Geldbörse ein Shirt. Das war das, genau. das Supreme Louis Vuitton Box Logo-Team habe ich für 1400 bei Buddy Team gekauft. Okay, also 200 Euro teurer, wirklich ein krasser Preis für ein Shirt. Berlin. 1400 Euro für ein T-Shirt, ganz krass. Hatte ich bisher zweimal an. Zweimal? Du, das sind 600 Euro pro einmal anziehen. Was muss sich der Vater denken? Der legt dorthin 1400 Euro. Nicht 1200, sondern 1400 Euro und er zieht das Shirt einfach zweimal an und hängt es wieder zu Hause in den Kasten. Also
Gestört. Hier sehe ich aber noch eine, ich glaube, das ist eine Box, oder? Genau, das ist ein Supreme Mix Tivolio Paul BT Speaker. Kann man Bluetooth und Radio alles hören. Ist eigentlich mega nice. Ein Job 350 gekostet. Krass. Schon viel. Den noch den. 350 Euro für einen Plastikradio. Das bekommt man als Werbegeschenk überall nachgeschmissen. Und sowas liegt dann einfach zu Hause und wird kaputt nach dem ersten Mal Nieseln am Badesee. Also. Alkoholtester von Supreme, Leute. Alkoholtester. Ist auch eigentlich ein ganz geiles Accessoire. Wenn wir noch die. Okay, ein ganz geiles Accessoire. Wozu brauchst du das? Du darfst noch nicht mal Alkohol trinken. Vielleicht kann er, ja, das ist eine gute Idee. Das nächste Mal, bevor ein neuer Supreme Drop rauskommt, checkt er zuerst einmal mit dem Alkoholtester, wie angesoffen sein Vater schon ist, bevor er ihn fragt, ob er irgendeine Jacke um 1200 Euro haben kann. LSX Adidas Tennisbälle aus der Colorado, hab ich auch mega gefeiert. Coole Sachen. Aufwärtsbälle muss auch am Start sein. Ja, hier gehen wir mal ein bisschen rüber. Ich habe so einen Kicker, den ich auch sehr cool finde. Danke. Können wir auch gleich eine Runde Kicker spielen. Was fehlt, ist der Supreme Flipper Automat. Den gab es ja, ich glaube, für 10.000 Pfund oder Dollar, ich weiß nicht mehr genau, aber der wird dann auch gut reinpassen. Vielleicht da vorher den Alkoholtester herausholen und dann nach dem Flipper fragen. Coole Couch hast du ja auch am Start. Ja, das ist meine neue Supreme Louis Vuitton Vetements Gucci Couch. Die habe ich letzten Winter bekommen, als ich eine 3 auf eine Schularbeit geschrieben habe. Wirklich cool, zu einem Preis von 240 Millionen Euro. Da musste ich aber auch ein paar Mal meine Hausübungen machen. Fernseher. Cooles Zimmer im Großen und Ganzen. Jetzt eine Frage an dich. Ja. Wie kannst du dir das Ganze hier leisten? Jetzt geht's los. Also das sind ja, ich glaube, wenn man so alles mal hochrechnet, kommen wir da, glaube ich, mehr auf 50.000, 60.000 Euro. Mehr würde ich sagen, für selbst mehr. Noch mehr sogar. Wie kann man sich das in deinem Alter leisten? Du bist 15 Jahre alt? 15, genau. 15, also wie ich mir schon gedacht habe. Okay. Erst in meinem Alter denkt man klar, dass ich da viel von meinen Eltern zubekomme. Deswegen, weil ich mit 15 halt noch nicht sowas alles selbst finanzieren kann. Trotzdem resette ich auch sehr viele Sachen und finanziere mir damit auch manche Sachen selbst. Manche. Manche Sachen. Das heißt, wenn der Papa einkauft eine Jacke um 1200 und er resellt es dann um 800, dann nimmt er sich diese 800 und kauft sich ein neues Piece. Das sagt er damit aus. Okay, jetzt eine Frage an dich. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn du keine finanzielle Unterstützung bekommen würdest, was würdest du dafür tun, damit du auch diese ganzen Sachen dir kaufen könntest? Ich würde nicht den Papa, sondern die Mama fragen. Ich denke mal, ich würde dann halt noch mehr resellen, als ich jetzt schon tue. Und womit, wenn du nichts hast, um dir was zu leisten? Also die wenigsten, die 14 oder 15 Jahre alt sind, haben jetzt wirklich so viel Kohle, dass die einfach so eine Alpha Industries Vetements Jacke kaufen. Es gibt ja auch Jugendliche in seinem Alter, die einfach sparen, die jedes Weihnachten, jeden Geburtstag alles Geld zusammenlegen oder mal Rasenmähen gehen, um wirklich sich Kohle aufzubauen, um sich was kaufen zu können. Meinen großen Respekt an diese Leute. Aber ja, es ist halt einfach so. Gell? Viele werden halt verwöhnt, viele wachsen auf mit dem goldenen Löffel im Mund und die flexen natürlich, was geht, weil sie die Möglichkeit haben und die Eltern das unterstützen. Einfach damit ich mir so alles so, wie ich es jetzt leisten kann. Okay, krass. Ja, coole Sachen. Du hast eine ganz krasse Sammlung, muss ich echt sagen. Also ich bin gerade wirklich ein bisschen schockiert, so was für krass. Ich bin auch schockiert und dementsprechend war es das mit diesem Video. Mehr kann ich für heute nicht mehr ertragen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, liebe Freunde. Wenn ich mehr Reactions machen soll, dann schreibt mir das auch unbedingt in die Kommentare und schreibt mir noch dazu, was euch am besten gefallen hat. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video. Checkt die zwei Videos noch ab. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt, was ein großer Fehler ist. Road to 100k. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.